Mal schauen, wie es weitergeht. Gut, wir sind hier. Genau, wir hatten ja beim letzten Mal neues Gebiet entdeckt, sozusagen. Das wollten wir heute mal anschauen. So, hier war ja, glaube ich, Bosskampf dann direkt. Genau, hier war Bosskampf gegen so einen großen Typen. Glaube, der war groß. Und ja. So, hier oben ist Schalter oder sowas. Ach ja, hier sind die komischen. Ah ja, wir haben ja beim letzten Mal auch unsere super coolen Nunchakus bekommen. Die ziemlich gut sind. Nein, es ist mein Wurfmesser weg. Dreck. Ein Gremlin. Oh, die Säcke. Sack. Sack, Dinger da. Ah! Ein Glück, dass die nicht so viel Schaden machen, aber trotzdem sind sie sau nervig. Okay, was haben wir hier? Opte Demon Card. Demon Card. Summons Devil Familiar. Machen wir mal an. Sonst irgendein Relikt, das wir haben, aus? Nein. Devil Familiar. Da hier. Bei einer Kumpane. Das ist cool. Cool. Macht der auch was? Macht der auch was? Vielleicht macht er oben. Mal schnell schauen. Vielleicht macht er oben in einen Knopf. Vielleicht kann er den betätigen. Nehme ich lieber die Axt anstatt mit ihm. Da hier, los! A switch. Why don't I press it and see? Gute Idee. Dankeschön. Cool. Tatsächlich. Ah! Thornweed. Bullshit. Bullshit. Ah, das Zeug wächst sogar. Noch weit. Jetzt muss das hellgrüne zurück. Bah! Geh weg, geh weg. Venus Weed. Böse. Das dunkelgrüne wächst anscheinend nicht weit. Familiar, nur um Knöpfe zu drücken. Anscheinend ja. King of. Ne, Ring of Ares. Confers Strength of 24 Men. Oh. Angriff ist hoch, aber Verteidigung ist 0 dann. Mal ausprobieren. Jetzt werde ich wahrscheinlich mehr Schaden nehmen. Aber da macht dann mehr. Mach aber auch mehr Schaden. Mit Verteidigung auf 0. Okay. Ist gewagt. Gewagt leicht. Nee. Dann lieber keinen. Ich bin sowieso so ein Spieler, der anscheinend recht viel Schaden nimmt. Genau. Da hier, das hat sehr weh getan wahrscheinlich. Ja. Für Speedrun ist der Ring eventuell nicht mal so schlecht. Keine Ahnung.
habe noch nicht so super viele Symphony of the Night Speedruns gesehen. Oder nie, nicht drauf geachtet. Oh, der greift sogar an. Geh weg, geh weg. Mein kleiner Dämon. Oh, neues Gebiet. Ey! Teleportraum. Cool. Jetzt kann ich mich da runter teleportieren. Das ist gut, gut, gut. Gehen aber wieder runter. Weil da sind wir noch nicht ganz fertig. Jetzt müsste ich wieder da sein. Ja. Gut. Also hier sind wir noch nicht ganz fertig. Aber gut zu wissen, dass wir uns hierhin teleportieren können. Pilz. Noch ein Pilz da oben. Okay, noch ein neues Gebiet. Katakomben. Hm. Ich schaue mich aber oben erstmal ein bisschen weiter um. Weil da ging es noch nach links. Sehr gut. Karma Coin. Combat Knife. Knife. Macht sogar mehr Schaden. Benutzen wir das Ding mal ein bisschen, Leute. Karma Coin. Coin with two effects. Tails. Und das ist jetzt weg. Ist weg. Okay. Ja, benutzen wir mal das Messer. Schauen. Mal schauen, wie das ist. Okay. Der Raum. Sogar mal ein Speicherraum, wo man durchlaufen kann, wo es an der anderen Seite weitergeht. Schauen wir mal. Amulett. Bloodstone. Verlegt vielleicht. Bloodstone, nein. Moment. Stone. Improves the blood healing ability. Okay. Heilung. Keine Ahnung, was damit genau gemeint ist, aber mal schauen. Ich nehme mal an, es ist besser als nichts. Oh, yeah. Ein Wehr-Skelett. Mit elastischem Nacken. Was?
Was macht denn Monster Vile 3? Summon Skeleton Ally. Okay. Hey, mehr Herz, mehr maximale Herzen, mehr maximales Leben. Das ist immer gut. Okay. Oh. Ah, und so ein Sack. Gravekeeper, fuck off. Zum Glück machen die Leute hier nicht so viel Schaden. Hey, Magma hier unten. Und ein Loss of. Oh. Hey. Okay. Axt macht nicht so viel Schaden. Sein Kack-Jojo-Ding da hier. Wow, interessanter Sterbeffekt. Da oben ist ein Ding, mach das mal kaputt. Maske, okay, habe ich schon. Wieder so ein Loss of. Was mir am Combat Knife sehr gefällt, ist, dass es sehr, sehr schnell. Hier nichts, das glaube ich nicht. Irgendwas gibt es hier bestimmt. Irgendwas passiert hier. Ah, nicht gesehen. Speicherraum. Gott. Speicherräume sind hier sehr verbreitet irgendwie. In dem Gebiet. Habe ich absolut nichts dagegen. Walk Armor. Bessere Verteidigung, weniger Intelligenz. Defense increases with map coverage. Das ist cool. Das ist gut zu wissen. Hm. Cool. Sehr, sehr schön. Thornbeater hier nicht kaputt machen. Mach den mal. Mach das mal kaputt hier, bitte. Kollege. Da ist was. Ah, nervige Kacke das hier. So. Oh. Boss. Hätte ich meine Herzen nicht so verschwendet jetzt. Eieiei. Was ist das? Ach, das ist die große Kugel da. Die große Kugel, die aus Leichen besteht, warum auch immer. Ah! Glück, dass mir der Kleine der hier ein bisschen hilft. Hin und wieder mal. Legion.
Eigentlich ja. Und den, unter dem Namen kenne ich den eigentlich auch. Was, wenn ich den angreife, kommt irgendwie kein Name. Ach, oder? Nee. Bossnamen werden, glaube ich, trotzdem angezeigt. Wie viele Leute denn bitte? Erstaunlich, dass die PlayStation hier nicht langsam wird. Dass sie das alles verarbeiten kann. Gut, ein Teil ist ab. Nächstes Teil ist ab. Ah, gut, natürlich. Geh mal auf die linke Seite. Wie viel komische Viecher sind da noch drin? Bitte. Gut, nächstes Teil ist ab. Ich versuche mal gleich mal das da hier unten. Gott! So, oberen Teil fehlen noch. Oh, der kann Laser schießen. Grand Falcon heißt der. Anscheinend. Warum kann der Laser schießen? Jetzt, wo nicht mehr so viele Teile da sind. Oh, fuck. Das macht viel Schaden. Okay. Heilig. Habe ich Heil-Items? Noch? Oh, danke. Diese Seedless Grapes. Vielleicht heilen die mich. 5 Punkte. Okay. Es ist Eis, wird mir hier nichts bringen. Gegengift wird mir hier nichts bringen. Restores all HP. Castlevania Pot Roast. Das wird mir. 50, perfekt. So. Schild wieder ran, damit ich ein bisschen passive Verteidigung habe. Jetzt auf einmal fallen die Kacksäcke wieder. Jetzt wo ich ihn wieder angreife, kommt wieder kein Name. Komisch. Aber besiegt und Level up. Sehr schön. Life max up. So, was gibt's hier? Schwert. Mormegil. Mormegil. Black Sword strong gegen Holy. Aber an sich ein Punkt mehr. Mal schauen. Okay, das ist nicht so schnell wie das Combat Knife, aber es hat eine höhere Reichweite.
Mal schauen. Vielleicht ist die höhere Reichweite ziemlich gut. Dass ich halt eben nicht so oft getroffen werde von irgendwelchen Sachen. Aber wenn ich trotzdem weiterhin... Wenn ich merke, Combat Knife mit seiner Schnelligkeit ist doch ziemlich gut, dann werde ich das erstmal weiter benutzen. Weil super viel mehr Schaden macht jetzt eigentlich auch nicht. Nein. Mal ausprobieren. Wir werden es schon sehen. Und hier unten in dem Bereich sind wir jetzt eigentlich fertig. Außer im Moment rechts geht es, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Ah! Ich mag, glaube ich, das Combat Knife doch mehr. Vielleicht werde ich das Schwert bei Sachen benutzen, wo ich bei Bossen oder sonst was, wo ich wirklich mehr Dings brauche. Ja, hier komme ich nicht hoch. Wow, kann ich... Wir sind alle gesehen. Alle geschützt, die Säcke hier. Das Combat Knife ist saugut. Ohne Scheiß. Einfach so cool, dass du sau schnell einfach angreifen kannst. Beste Waffe bisher. Dafür, dass man am Anfang vom Spiel so gut wie keine anständigen Waffen bekommt, ist das jetzt recht echt super. Sehr nützlich. Teleportieren.
Wo war das Kolosseum nochmal? Ich glaube, da hier in dem Bereich. Ja. Einmal teleportieren rüber nach links. Nee. Nee. Hier. Und hier bam, oben rechts. Ich hoffe mit der neuen Waffe und ein bisschen mehr Verteidigung und so weiter ist der Kolosseum-Boss-Kampf machbar. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Auch wäre es super geil, wenn ich eventuell entweder Wurfmesser, dankeschön, entweder das oder Stoppuhr noch bekommen könnte. Weil ich glaube, das Wurfmesser ist inzwischen ein bisschen besser. Weil die Stoppuhr macht bei den neueren Gegnern irgendwie hat. Macht sie ein kleines bisschen langsamer, aber stoppt sie nicht komplett. Und das ist schade. Ah, Drecks. Doppelboomerang. Skelett. Sagen wir noch ein bisschen Herzen. Gut, gut. Kennt von euch eigentlich jemand das Spiel, Moment, wie heißt's? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das heißt No One Has to Die oder so. Das ist ein kostenloses Browser-Spiel sozusagen. Mit ein bisschen Puzzle-Elementen, hauptsächlich Story-Elemente, Story-Erzählung und so weiter. Das würde ich eventuell auch mal zeigen. Von dem Spiel habe ich vorhin gesprochen, als ich gemeint habe, ich hätte eventuell noch ein Spiel, das wir spielen könnten. Das 30 Minuten oder so geht. Wenn überhaupt. Ist auf jeden Fall recht interessant. Also ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal im Stream spielen. Wenn nicht heute, dann irgendwann anders mal. Wenn wir mal ein bisschen Zeit übrig haben. Weil Story ist recht interessant, Spielverlauf an sich ist recht interessant. Und dass es kostenlos ist, ist auch super. Find's auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Diese Kackfloh-Menschen. Flea-Man. So, hier müssen wir ein bisschen warten. Das Ding aufgeht. Derzeit können wir Herzens farmen. Das ist sehr cool, dass da hier immer große Herzen durchkommen. Ist offen. Sehr schön.
125 Herzen. Ich glaube, ein Dolch, ein Herz. Heißt, ich kann 125 mal Wurfmesser, meine ich, werfen. Okay, ist auch maximal Anzahl an Herzen. Ja. So. Mal schauen. Dass die meisten Gegner einfach nur noch einen Schaden machen oder so. So, hier war ich noch gar nicht. Der hat einen großen Hammer. Der Gegner heißt auch einfach nur Hammer. Das ist schön. Das ist einfach zu merken. Wow, der ist Blade. Die bewegen sich recht flüssig. Das ist cool. Hammer und Blade erinnert mich ein kleines bisschen an Ornstein und Smo von Dark Souls. Ah, Teleportraum. Oh. Cool. Ist der Hammer. Auf jeden Fall. So, ich habe jetzt schon so viele Orte gefunden, wo ich einfach nur nach oben kann. Wenn ich dann endlich mal die Kackfähigkeit habe zum Fliegen oder so. Oh. Wenn ich dann irgendwann mal die Kackfähigkeit habe zu fliegen. Dann eröffnen sich so viele neue Wege, die ich gehen kann. Sehr wunderbar. So, unten. Ja. So, Kolosseum. Ich könnte nach unten gehen. Was ist hier unten? Ein Speicherraum. Sehr gut. Herr Gott. Schwertgeist oder Hunting Girl. Aufzug sogar. Technik. Die Axtwerf-Leute gehen jetzt inzwischen auch sauschnell einfach. Oh Gott. Ah. Augen im Hintergrund. Ominös. Also okay, hier einfach nochmal nach links gehen. Wo war nochmal der Bosskampf? So, der ist scheiße. Die Musik passt absolut nicht hierher. Ah, aber der macht gar nicht mehr so viel Schaden, das ist schön. Ja, doch. Da kann ich drauf, das ist gut. So, Speicherraum. So, Bosskampf, wo war der nochmal? War der hier unten links dann? Hier. Oder war der hier rechts? Nee. Doch,
hier links? Nee, hier bin ich gar nicht durchgekommen, glaube ich, beim letzten Mal. Da ist was. Shield Rod. Okay, kein Relikt. Scheint eine Waffe oder so. Shield Rod da hier. X-Ray Effective with Shield. Ah, okay. Das zusammen mit einem Schild. Gut, gut zu haben, aber... Oh, $1000, nice. Bisschen schade, dass man im Knien nicht laufen kann. Oder krabbeln kann. Das wäre ziemlich nützlich. So, haben wir wenigstens das Item noch geholt. Immerhin. Ah, wo war der Boss? Wo war der Boss nochmal? Ach, ich glaube, ich weiß wo. Und dann jetzt rechts und dann nicht nach oben gehen. Library Card und ja. Sieht nach. Ja, ist Boss. Gut. Dann probieren wir es nochmal. Rector! Open Hell's Gate. Come forth, my servants. The scent of your blood. You're a Belmont. Crush this flea who invades my castle. Das stirb, Alter. Yes! Einer ist tot. Das macht um einiges einfacher. Sonic! Yes! Wolf macht nichts. I'm certain that was a Belmont. So he says he's the lord of this castle. Richter ist Dracula. Ich weiß nicht, ob es ein Bug war, ich weiß nicht, ob es geglitscht war oder sonst was. Aber ja. Das war super. Supidupi, so. Angeblich, mir wurde gesagt, ich krieg hier... Nein! Nach oben. Ich krieg hier neue Fähigkeit. Form of Mist, yes! Form of Mist. Transform into Mist. Wie mach ich das? In der Luft? Nee. Muss ich dazu den Wolf ausmachen? Nein. Mist could pass. Ja, ich versuch's ja. System Button Settings. Mist L1A. Okay. Okay. Cool. Jetzt brauche ich nur noch die Fledermaus. Das ist alles tipptopp. Wolf macht, ja, das ist, der Wolf ist irgendwie doof. Der Wolf ist irgendwie nur dafür da, schnell rennen zu können oder so. Ich finde es auch ein bisschen scheiße, wenn ich dann, okay, springen kann ich, immerhin. Also der könnte, nee, auch nicht wirklich.
Da komme ich mit meinem Doppelsprung noch weiter als der Wolf. Also der Wolf ist im Endeffekt irgendwie nutzlos, weil wenn ich schnell irgendwo hin möchte, kann ich auch das machen. Dann muss ich mich nicht extra erst zu einem Wolf verwandeln. Ha. Okay. Also, wir gucken uns hier das Kolosseum noch ein bisschen weiter an. Dann muss ich mal gucken, wo Schmetterling, wo die Fledermaus ist. Keine Ahnung, wie ich auf Schmetterling komme. Ah, Messer. Mein Messer. So, mehr Herzen. Maximal. Wunderbar. Ich will mich in einen Schmetterling verwandeln. Tot! So, ich könnte mit dem Aufzug fahren, keine Ahnung. Hier ist noch ein Raum. Eieiei. Bloodcloak. Macht die denn? Ist die besser als meine Crystal Cloak? Weniger Glück, weniger Con, weniger Verteidigung. Converts Damage to Hearts. Okay, also wenn ich mal... Naja, bräuchte ich. Also wenn ich mal ganz, ganz unbedingt Herzen brauche oder so. Keinen Bock habe, die irgendwie zu farmen oder so, kann ich das Ding anziehen. Dann mache ich ein bisschen Schaden bei irgendwem. Und dann habe ich wieder Herzen anschauen. Aber ja. Dafür, dass die Bloodcloak mir jetzt nicht so super viel Vorteile gibt. Statuswertmäßig. So, dann schaue ich mal ganz schnell. Castlevania Symphony of the Night. Bad. Soul of Bad. No long explanation. Go to library, use Leapstone to get to the platform. Hop suite. Go on, beat the boss. Bücherei. Go through and use Mist to get the badge. Also Bücherei ist nächstes Ziel. Wenn ich das Bücherei nochmal... Da war auch der eine Typ, der mir Sachen verkauft hat. Bücherei. Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube relativ weit rechts. Kann mich aber auch irren. Teleportieren wir uns einfach mal hin. Ich muss sagen, das Spiel macht sehr, sehr viel Spaß und die Musik ist in den meisten Bereichen auch sehr, sehr gut und sehr, sehr passend. Es ist super schade, dass die Musik, warum auch immer, auf YouTube wegen GEMA gemeldet wird oder so. Warum auch immer Videospielmusik, also es Videospielmusik, die extra für das Videospiel gemacht wurde. Durch die GEMA. Verwaltet. Ich hab's heute mit meinem Deutsch. Es kommt
kommt. Wahrscheinlich, weil ich in letzter Zeit sehr, sehr wenig Deutsch, irgendwas Deutsches mache. Entweder bin ich dabei, ein bisschen Japanisch zu lernen, oder ich schaue mir irgendwas auf Englisch an. Deutsch habe ich in letzter Zeit null mehr was zu tun. So, wir gehen erstmal hier oben hin. Zum Speicherraum. Apropos Japanisch lernen, wer gerne mal Hiragana lernen möchte. Es gibt da so einen YouTube-Kanal, der macht aktuell so eine 10-Tage-Challenge. Wo die Leute jeden Tag einen Bereich von dem Hiragana, hier war nicht die Bücherei, von diesem Hiragana Alphabet beibringen und das auch recht schön erklären, also erklären halt jedes Zeichen sozusagen für so eine Silbe mit einem kleinen Bildchen und so weiter, damit man sich das recht schön merken kann. Und ich finde die ziemlich, ziemlich gut. Ich weiß nicht genau, wie der YouTube-Kanal heißt, aber der läuft wie unter anderem, ist das so eine Abspaltung, so ein Zweig, Abzweig. Ist die Bücher da? Das ist so von JapanesePod101.com. Sieht nach Bücherei aus, ja. Die haben einen eigenen YouTube-Kanal. Und ja, der YouTube-Kanal ist ziemlich cool. Kann ich nur empfehlen für Leute, die ein bisschen Interesse haben, so ein bisschen Japanisch zu lernen oder auch ernsthaft Japanisch zu lernen. Da ist natürlich deren Seite ziemlich, ziemlich nützlich. Wenn man sich da anmeldet, hat man eine 7 Tage kostenlose Sache mit Premium-Zugang. Also kostenloser Premium-Zugang und so weiter. Und ja, kann man sich das Ganze mal anschauen. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich benutze es aktuell auch. Also ich bin aktuell in dieser Testphase drin. Ist ein bisschen teuer auf Zeit dann, wenn man wirklich richtigen Premium-Zugang haben möchte dann. Aber ich denke mal, dieser Basiszugang, der leider auch ein bisschen was kostet, aber bei weitem nicht so viel wie dieses Premium-Zeug. Moment! Sind die Viecher in Rüstung? Ernsthaft? Aber ja, also Basiszugangzeug kostet leider auch was, aber nicht so super viel. Tatsächlich. Und ja. Aber ich find's ganz cool. Ich muss mal gucken, wenn meine Testzeit abgelaufen ist, ob ich dann vielleicht irgendwie Premium-Zeug oder zumindest Basiszugang mir hole. Aber ja, aber es ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nützlich zum Japanisch lernen, weil die das recht schön erklären. Auch schön viel wiederholen. Stone Mask. Heißt, die werfen dir das nicht einfach nur so hin. Looking Sunglasses. Heißt, sie werfen dir das nicht einfach nur so hin und sagen, ja, hier hast du das Material, mach was du damit willst, sondern die
sondern die sind da recht gut mit erklären und so weiter. Und wie gesagt, bei dem sind sie übrigens nicht gesponsert oder sonst was. Ich finde nur die Seite ziemlich cool. Und deren Service und so weiter. Und für Leute, die halt Japanisch lernen möchten, ist das. Kann man da, denke ich mal, nichts falsch machen. Ja, besonders mit diesem, auf ihrem YouTube-Kanal und so weiter laden die auch hin und wieder mal so ein paar Sachen, paar Lektionen hoch. Zum Beispiel eben das Hiragana, Alphabet, wenn man es so nennen möchte. Und erklären das halt anständig, dass man sich das auch ganz gut, recht gut merken kann. Bei Bedarf kann ich... Lesser Demon, ist das ein Boss? Wow! Es war tatsächlich ein Boss. Naja, wenn ihr bei Bedarf entweder mich anschreiben für die Leute, die das auf YouTube sehen, nachträglich oder so, oder wenn einer von euch im Chat Interesse hat, kann ich ja mal einen Link zum YouTube-Kanal und zur Webseite selbst zeigen. Frankfurter! So, hier haben wir die. Fledermaus. Yeah! Ein bisschen große Fledermaus. Ein bisschen stylische Fledermaus. Stylisch. Aber ja, Fledermaus. Jetzt haben wir alle Transformationen. Jetzt können wir überall hin. Glaub ich. Sehr, sehr cool. Und ich muss sagen, der Boss da hier war einfacher als der Boss im Kolosseum. Und um die Fähigkeit hier zu bekommen, brauche ich auf jeden Fall die Fähigkeit, die ich nach dem Boss vom Kolosseum bekomme. Bisschen komisch. Bisschen. So, kein Bock auf die Leute. Ich mach einfach drüber. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Wir gucken uns da hier rechts den großen Bereich noch kurz an. Weil da mir noch ein bisschen was fehlt vom kartenmäßigen her, weil ist natürlich auch wichtig für meine Rüstung. Was haben wir hier? Da. Und Fairy Card, habe ich die schon? Und ich habe Fairy Scroll. Displays enemy names. Fairy Card summons Fairy Familiar. Ah, okay, entweder Demon oder Fairy. Wie sieht die aus? Ich mag meinen kleinen Mini-Dämon mehr. Der hat eine coole Stimme. Okay. Schon hier noch. Und dann ganz oben. Mag ich noch ganz kurz erkunden und dann. Ups.
Seit wann habe ich die Fledermaus? Seitdem ich gerade vor kurzem einen extrem einfachen Boss besiegt habe. Aber ja, meine coole Fledermaus. Nicht ganz. Der Boss hier in der Bücherei, ich habe den halt besiegt, dann bin ich ein paar Meter weitergegangen und dann lag da die Seele einfach rum zum Mitnehmen. Und so. Indirekt droppen, würde ich sagen. Speichern hier schnell sicherheitshalber ab, dann erkundet man noch schnell das andere Gebiet ein bisschen und dann. Dann wechseln wir zu Dark Souls 3. War ja das hier. Ja. Recht weit nach oben. Oh, coole Musik. Was, noch eine Seele? Fire of Badge. Heißt es, ich kann jetzt... Oh, ich kann jetzt schießen. Mit meiner Fledermaus. Cool. Cool. Hier ist noch was. Diamant weg. Weg da. Uhrenturm. Warum sind da Dinger in der Luft? Ja, da ist eine Rüstung. Wow. Ice Mail. Ekatova und Schamanenschild. Okay. Ist mir jetzt nicht gut, aber gegen Eisattacken ist er gut. Ekatova. Okay, easy to use war sword. Scheint keinen Unterschied zu machen, aber sieht cool aus. Da fehlt mir noch ein Fleck. Hier ist noch was. Magic Missile. Okay. Alles stürzt rein. Ah! Hilfe! Riesenkopf! Skalort, geh weg! Meine Fresse! Und noch rechts! Gott,
haben wir alles hier in dem Raum. Wunderbar. Ja. Drecks-Medusa-Köpfe. Keine Gefahr, aber scheiß nervig. Hab hier. Hier ist irgendwas. Ah, Hilfe! Sternblau. Ich weiß nicht, was das bringt, dass ich hier das drehen kann. Ich hoffe, irgendwas mitzubringen. Keine Ahnung. Vielleicht. Oh! Die machen nicht mal Schaden, die Kackdinger. Die versteinern mich nur. Das ist das Einzige, was die machen. Und da komme ich auch recht leicht raus. Die sind nur da, um zu nerven. Dummes Item. Weg da. Nein, ich will mein Messer. Gott, ist der Scheiß hier nervig. So. Hier ist so einer. Tot. Oh. Zack, 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 zack. Wow! Oh, okay. Schwerter machen sich eigenständig. Hölle des Uhrenturms. Irgendwie ja. Ein Glück, dass ich recht gute Restorts HP while walking. Ein Glück, dass ich recht gute Rüstung habe, weil sonst wäre das echt sau scheiße. Oh, Boss. Karasuman. Der aber nicht sehr viel Schaden nimmt. Zumindest vom Wurfmesser her. Es. Okay, man kann nicht juggeln sozusagen. Exploit. Schlecht. Mehr Leben. Seitdem ich mein Combat Knife hab, ist das Zeug sau einfach. Es macht mir ein bisschen Angst. Ist aber noch nicht hier Ende, oder? Aber noch nicht Dracula. Nee. Kann nicht sein. Kann ich schon. Kann nicht sein. Kommt noch was. Im Endeffekt. Hier ist Dracula. Aber die Sache ist, eigentlich habe ich gehört, man muss das Spiel sozusagen zweimal durchspielen. Einmal so, einmal mit dem kompletten Schloss anders. Ich sag noch nicht, was es genau ist. Das gesamte Spiel nur an einem Platz sozusagen.
spielt alles nur in Draculas Schloss. Ghost Card, Geist. Nice. Der ist auch ganz cool. Wo ist der? Mein kleiner Dämon ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Mal schauen, wie gut der ist. Kleiner brennender Schädel hier. Nein! Weg mit der Axt! Weg mit der Axt! Messer! Ja, dumme Säcke, die auf. Flea Rider. Sack, Alter. Geist, du kannst auch mal was machen, bitte. Dass ich meine Fledermaus habe. Mehr oder weniger, außer die Säcke treffen mich. Die dumme Fledermaus wenigstens ein bisschen schneller wäre. Kaum verwandle ich mich in eine Kack-Fledermaus, kommt so ein Sack wieder. So, der soll jetzt erstmal runterkommen. Hierher los. Geh weg. Yes! Yes! Tatsächlich, hier ist Draculas Zeug. Die Treppe aktivieren. Hier oben gibt's noch ein bisschen was zum Plündern. Frankfurter, Pot Roast, Turkey, Essen. Als ich mit Richter hier war, gab's aber was anderes. Platinum Mail. Die ist nicht mal besser als meine Walk Armor. Ah, okay. Na, ich will das Dreckskreuz nicht haben. Mehr Herzen. Ja gut, dann Dracula. What? I've been waiting for you. So it is you. But why is a Belmont planning the resurrection of Count Dracula? Count Dracula rises but once every century, and my role is over. If I can resurrect him, then the battle will last for eternity. Was? Hey, what? Warum denn? Oh. Suck. Suck! Richter. Magnificent! But okay. Now feel my unbridled wrath. Wow. Wow. Ui. Ui. Drauf essen. Nehmen wir gleich. Nehme ich gleich mal.
Elixier, ja. Tot. It's over, Belmont. So, the war between humans and vampires finally ends here. What need for the shepherd when the wolves have all gone? My time on this world has come to an end. Okay. Gut. Yay. Yay? Yay? Okay. Von mir aus. Und weg ist es. Mankind continues to fight, but it is a desperate fight to stay alive. I suppose that he chose a life of warfare, since that was the only way he knew. Like you, Father, he chose a path of destruction. Farewell, land of my birth. Never again will these eyes gaze upon your beauty. Was kommt jetzt zur Pornomusik? Was? Das kann nicht sein. Okay, ich habe wahrscheinlich irgendwelche. Was ist das denn für Musik? Ernsthaft? Moment, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. New Game. Ich weiß nicht. Also ich zumindest habe ich so in Erinnerung, dass man bei Symphony of the Night doppelt durch das Schloss gehen muss. Einmal normal und einmal, wo das Schloss kopfüber ist. Ja. Ist das dann New Game Plus? Ist das tatsächlich? Moment. Boah, die Musik. So, Moment.
Wie kriegt man... Also es ist nicht New Game Plus. Es ist irgendwas, was man während dem Spiel machen muss. Okay, ich brauche zwei Ringe. Wenn ich die zwei Ringe habe, bekomme ich von Maria eine Brille. Und die Brille muss ich während dem Bosskampf tragen. Und dann geht das Spiel eigentlich richtig weiter. Okay. Dann haben wir hier erstmal das normale Ende sozusagen. Der Spielstand ist ja noch da, ne? Ich habe ja vor Richter dann hier jetzt abgespeichert. Ja, dann muss ich halt die das Zeug nochmal erkunden, die anderen Items nochmal holen. Und ja, dann werden wir beim nächsten Mal einfach weitermachen. Hier in dem Bereich. Werden dann einfach weiter gehen. Beiden uns auf den Weg machen, die restlichen Gebiete überhaupt mal zu erkunden, die noch offen sind. Die beiden Ringe zu holen. Je nachdem, wie schnell das geht. Was, denke ich mal, noch ein bisschen dauern könnte. Mal schauen. Aber ja. Ich werde sozusagen weiterspielen. Spielstand haben wir ja. Zum Glück. Gut, dann haben wir hier erstmal das erste mögliche Ende sozusagen von Castlevania. Ich habe schon 836 Dinger getötet. Level 26. Nicht schlecht. Gut, ja, das war's dann für heute mit Castlevania. Machen dann beim nächsten Mal einfach weiter von hier aus gesehen.